Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man die Mütze Hoffnung häkelt. Das hier ist die gestrickte Version und heute häkeln wir eine Mütze. Und was es mit der Mütze Hoffnung auf sich hat, habe ich schon im Video zur gestrickten Mütze erzählt. Und da es gar nicht so einfach ist, hier die richtigen Worte zu finden, spiele ich euch jetzt den Teil vom gestrickten Video ein, in dem ich euch erzähle, um was es hier geht. Und dann können wir auch schon loslegen. Ihr habt sicher alle von den Menschen gehört, die aus China nach Deutschland heimgeholt worden sind und jetzt in der Kaserne in Germersheim 14 Tage warten müssen, bis eben feststeht, ob sie sich mit dem Virus infiziert haben oder nicht. Die müssen eben diese Sicherheitsmaßnahme aushalten. Und Germersheim ist hier bei uns in Baden-Württemberg und ich habe mir gedacht, was geht wohl in den Menschen vor, wie verbringen sie diese Zeit? Und mit meinem Großhändler Dieter Langendorf haben wir ein Care-Paket gepackt aus Wolle, Nadeln und Häkelnadeln. Und vielleicht möchte jemand von dort die Zeit mit Stricken und Häkeln verbringen oder möchte es dort lernen. Aber natürlich seid ihr auch alle eingeladen, diese Mütze Hoffnung mit uns zu stricken, weil es ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass die nächsten 14 Tage gute Nachrichten kommen und dass am Ende alle gesund nach Hause dürfen. So, ihr könnt also, seid also alle eingeladen mitzuhäkeln und hier so wird das Muster aussehen, also auch ein geripptes Muster. Das hier ist meine Maschenprobe. Hier habe ich abgemessen, dass ich auf 10 cm 18 Maschen benötigt habe und da auch diese Mütze quer gehäkelt wird und ich 25 cm benötige, brauchen wir hier für 20 cm bräuchte man eben zweimal 18 Maschen, das sind dann 36 und für 5 cm dann nochmal 9 Maschen und wir schlagen also 45 Maschen an. Wie jede Häkelarbeit beginnt man mit einer Fadenschlinge. Den Endfaden könnt ihr so 10 cm hängen lassen und dann legt ihr den Endfaden in einer Schlinge über den Faden, der von der Arbeit kommt, legt dann die Schlinge über den Endfaden und zieht ihn durch. Dann kann man ihn so regulieren. Für eine Fadenschlinge und dann geht es mit der Häkelnadel durch. So, den Faden legt ihr jetzt wie folgt um die Hand. Ihr kommt zwischen kleinen Finger und Zeigefinger mit dem Faden von hinten durch. Dann legt ihr den Faden vor Ringfinger und Mittelfinger über den Zeigefinger und fasst nun mit Mittelfinger und Daumen die Arbeit an. Hier hält diese beiden Finger sorgen also für den Halt. Der Zeigefinger sorgt für die Fadenspannung. Man kann ihn auch, manche wickeln den Faden hier auch doppelt, damit die Fadenspannung besser machbar ist. Und mit der rechten Hand führt man die Häkelnadel. Wir brauchen nun also 45 Luftmaschen. Man holt den Faden von unten kommend und zieht ihn durch die Schlinge. Das ist die erste Luftmasche. 2, 3, 4, 5. Achtet darauf, dass ihr locker häkelt, weil wenn ihr die schön locker arbeitet, könnt ihr in der ersten Reihe dann auch
gut in die Luftmaschen einstechen. Macht es euch also nicht zu schwer, arbeitet diese Maschen schön locker. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 40, 45. So, nun ist der Anschlag gemacht. Das hier wird die Breite, die Höhe der Mütze sein. Nun häkelt ihr eine Luftmasche für die Höhe. Und nun die Arbeit. Nun sticht ihr hier in diese Fadenschlinge ein und holt den Faden durch. Jetzt habt ihr zwei Schlingen auf der Nadel. Den Faden wiederholen und durchziehen. Jetzt habt ihr die erste feste Masche gehäkelt. Wieder einstechen, den Faden holen und durchziehen und den Faden holen und durch zwei Schlingen ziehen. So geht eine feste Masche. Einstechen, wichtig ist, den Faden von unten kommend holen. Manchmal passiert es, dass man sich angewöhnt, ihn von oben zu holen. Dann liegen aber eure Maschen verschränkt im Bild. Also von unten kommen, den Faden holen und dann nochmals den Faden holen und durch beide Schlingen ziehen. Einstechen, Faden durchholen, Faden nochmals holen und durch zwei Schlingen ziehen. So behäkelt ihr alle 45 Luftmaschen. Hier ist es genauso wie beim Stricken. Ich weiß nicht, ob ihr das Strickvideo schon angeschaut habt, aber auch dort habe ich gesagt, leider ist der Anschlag wirklich die größte Hürde, der Anschlag und diese erste Reihe. Danach geht es dann wirklich einfacher weiter. Man sieht dann besser, wo man einstechen muss. Man hat schon mehr in der Hand, um einfach, dass das Ganze nicht mehr so filigran ist. Aber diese erste Hürde muss eben genommen werden. Und wenn ich als schon Kinder das Stricken oder Häkeln gelernt habe, habe ich meist für die erste Arbeit diesen Anschlag übernommen, damit man dann eben schon mal das Gefühl kriegt für die Fadenspannung und wie halte ich die Häkelnadel am besten, so dass man dann beim zweiten Objekt das schon wesentlich einfacher kann. Also wenn ihr jemand bei euch hat, der das Ganze schon kann und das vielleicht übernimmt, ist das auf jeden Fall von Vorteil, aber es ist machbar, man muss eben dranbleiben. Und auch dann ist die erste Reihe irgendwann geschafft. Und danach geht es dann wirklich einfacher weiter in eine schöne Arbeit über. So, letzte Luftmasche, ganz normal behäkeln.
So, und nun ist die erste Reihe geschafft. Wir gehen jetzt zur zweiten Reihe über und alle Reihen werden gleich gearbeitet. Man häkelt also eine Luftmasche, wendet die Arbeit und sticht jetzt hier. Hier habt ihr ja so eine Masche liegen, in das hintere Maschenglied ein. Wer die festen Maschen kennt, weiß, dass man normalerweise in beide Maschenglieder einsticht. Wir stechen bei dieser Mütze nur ins hintere Maschenglied ein. Und zwar immer, also bei jeder Reihe. Und dadurch entsteht eben dieser Ribbeneffekt vom Muster. Ähnlich wie beim Kraus rechts gestrickt. Und so hat die Mütze dann auch, lässt sie sich etwas dehnen, sodass sie dann eben gut am Kopf sitzt. So häkelt ihr jetzt bis zum Reihenende und dann zeige ich euch noch einmal, wie man wendet. Und dann geht es dann wirklich immer so weiter. So, ich bin jetzt hier am Reihenende der zweiten Reihe. Ganz wichtig ist auch immer, wie weit muss ich denn häkeln? Also ihr habt hier jetzt noch drei Maschen vor euch. Eins, zwei, drei. Dann wieder wenden mit einer Luftmasche. Und das ist dann gleich hier eure erste Masche. Hier seht ihr die Luftmasche. Und hier, das ist die erste Masche, in die ihr wieder ins hintere Maschenglied einstechen müsst. Ja, und jetzt beginnt die Fleißarbeit und so häkelt ihr jetzt, bis ihr so 5 bis 6 cm weniger habt, als euer Kopfumfang ist. Eine Damenmütze hat oft Kopfumfanggröße 54, also ich häkle jetzt, bis ich 48 cm habe. Beim Stricken haben wir 49 gemacht. Dort halten die Maschen etwas mehr zusammen. Hier mache ich 48. Nun wünsche ich bei dieser Fleißarbeit viel Spaß, gemütliche Stunden und gute Gespräche mit hoffentlich auch guten Nachrichten. So, ich bin jetzt hier bald am Ende des ersten Knäuels, möchte euch auch den Fadenwechsel zeigen und ich habe jetzt mittlerweile, man darf das also so leicht ausstreichen, 26 cm. Und jetzt häkle ich hier bis zum Reihenende und zeige euch dann den Fadenwechsel. Was ihr hier aussehen könnt, ist, wie ich die Arbeit halte, um hier gut ins hintere Maschenglied zu kommen. Ich habe also das Ende der Arbeit stets so ein bisschen umgeklappt und dann kann ich hier prima dieses hintere Maschenglied erfassen. Das legt sich dann so rum, also wenn ich das so halte, muss ich das immer so ein bisschen nach vorne kippen. Aber könnt ihr natürlich machen, wie es euch am besten geht. Hier muss man immer am Ende ein bisschen schauen, dass man die letzte Masche nicht vergisst. Und jetzt lasse ich 2 Schlingen auf der Nadel. Also die letzte Masche schlinge ich nicht ganz ab. Und das reicht mir hier nicht mehr für eine ganze Reihe. Dann geht es einen neuen Knäuel an.
und schlinge jetzt hier mit dem neuen Faden diese letzten zwei Schlingen ab. Dann kommt die Luftmasche zum Wenden und dann geht es hier eben gleich wieder ganz normal weiter. Diese beiden Fäden könnt ihr dann am Ende in die Mütze vernähen und auf dieser Seite wird dann auch die Mütze zusammengezogen, so wie hier bei der gestrickten auch, wird man also den Übergang nicht sehen. Also geht's jetzt weiter, bis ihr so etwa eure 48 cm habt. Bei einer Herrenmütze wird man die beiden Knäuels einfach vollständig aufbrauchen. Aber das ist ja dann auch gut, dann hat man keinen Rest und 100 Gramm für eine Mütze gibt eine schöne, leichte Mütze. Dann treffen wir uns wieder, wenn es zum Zusammennähen geht. So, ich habe jetzt die Länge von 48 cm erreicht und bin auf der anderen Seite, wie der Garnwechsel stattgefunden hat. Hier schneide ich jetzt den Faden ab und lasse ihn auch wieder so 80 cm lang hängen, ähnlich wie bei der gestrickten Mütze auch. Und ziehe nun diesen Faden auf eine Nähnadel und durch die Schlinge und ziehe die Schlinge an. So, diesen Faden vom Farbwechsel, den verknote ich nun. Die beiden Endfäden kann ich nachher auf der Innenseite der Mütze vernähen. Und hier auf dieser linken Seite vernähe ich jetzt auch die Naht. Ich gehe auf der unteren Seite in die erste Masche rein. Und auf der oberen ebenfalls und ziehe den Faden durch. Und so mache ich das mit allen Maschen. Vernäht ihr das bis ans Ende der Reihe durch. Achtet eben drauf, dass ihr hier immer die gleichen Maschen oben und unten erwischt, damit es hier am Ende keinen Überstand gibt. Und dann zeige ich euch noch, wie man hier die Mütze zusammenzieht. Und dann haben wir es auch geschafft. So, ich bin jetzt ziemlich am Ende der Naht. Achtet auch darauf, dass sich die Naht hier nicht spannt. Also man kann den Faden auch zu fest anziehen. Hier zum Beispiel kann man es eben so zum Kräuseln bringen. Also immer wieder schön auch ziehen, dass der Faden schon die Naht zusammenhält, aber eben das Ganze sich nicht kräuselt. Und jetzt nähe ich die letzten Maschen noch zusammen. Und hier am Ende steche ich dann ein zweites Mal ein und hole den Faden durch die Schlinge. So verknotet man das eben. Ganze zweimal
Und jetzt drehe ich die Mütze auf die rechte Seite und nehme die Nadel mit. Hier ist die Naht, also hier haben wir zusammengenäht und so sieht sie auf der Außenseite aus, also kann sich wirklich auch sehen lassen. Und jetzt geht es noch ans Zusammenziehen für die Mützenform, so wie wir das eben bei der gestrickten Mütze auch gemacht haben. Hier. So, und jetzt ziehe ich den Faden hier durch jede Masche dieser Rippe, quasi durch jede zweite Reihe. Auf der Innenseite liegen ja auch Rippen, die übergeht man, diese Reihen. Ja, fast geschafft. So, wenn man das Ganze dann alle Maschen hat, dann zieht man das zusammen. Und wenn sich dann, da sieht man, dass sich hier so die Maschen hochziehen, dann kann man schön mit der Nähnadel nochmal diesen Faden verfolgen, also die Maschen nochmal den Faden durch die Maschen ziehen, sodass er dann eben doppelt ist, dann kann man auch besser anziehen. Seht ihr, wie hier die Maschen sich nach innen ziehen und man auch sehen kann, wo der Faden liegt. Hier rutschen die Maschen auf dem Faden und diesen Faden will ich eben doppelt haben. So, das war's dann. Jetzt kann man hier vollends den Faden anziehen. Nicht zu fest ziehen, nicht dass euch der Faden reißt. Und jetzt geht ihr auf die gegenüberliegende Seite. Oder verknotet erst diesen Faden, dass er sich nicht mehr lockert. Und jetzt geht ihr auf die gegenüberliegende Seite und sticht nach innen durch. Und auf der Innenseite könnt ihr dann
diese Öffnung vollends schließen. Und dann den Faden auch wieder verknoten. Und vernähen. Und dann war's das. Anfangsfaden eben auch noch vernähen und die beiden Fadenenden vom Knäuelwechsel, und dann ist eure Mütze fertig. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und hat zumindest für ein paar gemütliche Häkelstunden gesorgt. Und dann bleibt mir nur noch euch zu wünschen, dass ihr gesund bleibt, und dann sehen wir uns auch vielleicht mal wieder in diesem Kanal. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.